Aber ne, machen wir Sleeping Bag. Dann können wir noch was anderes machen. Storage Box. Wäre auch nicht schlecht. Komm. Moment. Ich höre da Feuer. Zündet ihr meine Hütte an? Oder, nein, der benutzt sicher mein Lagerfeuer. Das kann natürlich sein. Das lasse ich ihm sogar. So. Punkte habe ich jetzt keine mehr. Was brauche ich denn für Schlafdingens? Brauchen wir 15 Fiber. Aber ich traue mich jetzt nicht hinaus, Leute. Ich traue mich da nicht hinaus. Wenn der uns jetzt fickt, spawnen wir wieder irgendwo. Wenn es so wie bei Rust ist, dass wir, wenn wir einen Schlafsack haben, dort spawnen, wäre das halt geil. Wenn ich doch nur hinaussehen könnte, ne? Boah, was mache ich jetzt? Ich meine, der könnte ja auch schon längst weg sein. Es muss ja nicht sein, dass er da ist, wenn das Lagerfeuer brennt. Bitter. Tasty. Not tasty. Tasty. Ah komm, dann machen wir das. Ist das tasty? Das erhöht unser Food. Egal. Ich wage jetzt mal einen Blick hinaus. Der ist nicht mehr da. Was ein Glück. Holen wir uns schnell Fiber. Ey, jetzt sammel schon. Ich brauche keine Beeren. Ey, das sind ja lauter. Warte, was ist das? Spanier. In diesem Chat. Oder Franzosen. Habe ich jetzt genug? Ja, habe ich genug. Ich könnte auch noch ein bisschen rausgehen, damit ich eine Storage Box auch mache. Kommt das. Aber vorher. Sleeping Bag.
nicht an die Seite, weil was mich Russ gelehrt hat, ist, dass wenn es an der Seite ist, es zerstört werden kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der gleichen Engine beruht oder so. Aber sicher ist sicher. So, ein bisschen Wood, ein bisschen Fiber. Oder war es Fetch, was wir noch brauchen? Ne, wir brauchen gar nichts mehr. Fetch war es wahrscheinlich, das uns gefehlt hat. So, bauen wir das auch noch ab. Nicht, dass irgendjemand auf blöde Ideen kommt. Wie zum Beispiel unser Haus abfackeln. Ey. Der hat da Fleisch hineingetan und hat es nicht genommen. Was für ein Idiot. Take all, komm. So. Idiot. So. Storage Box. Wo war die Storage Box? Also die habe ich noch gar nicht gemacht, ne? So, und dann hau ich mal alles Wichtige da hinein. Damit ich, falls ich sterbe, es nicht verliere. So. Komm, haben wir. Ja, die Bären nicht, weil die. Anscheinend werden die auch verderblich. Aber hier, das Fell, Keratin, ja, das. Stone. Seed. Seed kann auch nicht verderblich werden. Raw Meat. Ja, die kann ich sowieso nicht verlieren. Ja, sonst kann man es eigentlich so lassen. Ja. So, was habe ich denn noch für Options? Ich kann da auch hier einen PIN-Code eingeben. Und dann muss ich natürlich einen anderen nehmen. Machen wir. Okay. Gut. Fast Travel. Ah, da kann ich Fast Travel machen. Wenn ich hier natürlich ein zweites Bett hätte, ne? So, jetzt schaue ich noch. Verdammt, ich hätte wirklich das gebraucht. Oder kann ich hier auch? Extra Single-Use Respawn Point. Okay, also einmal kann ich sterben und hier spawnen. Ja, sowieso hätte ich das eh erst gelernt. Also hätte ich es machen können, wenn ich das machen könnte. Na gut, dann würde ich mal sagen, dass wir für heute fertig sind. Ja, weiß jetzt nicht, wie lang das gegangen ist, aber ich sag mal, dass es für euch gleich weitergeht. Ciao, ciao. Ja Leute, da bin ich wieder bei Ark Survival Evolved und wie ihr seht, you were killed by so und so. Ja, das hätte ich mir denken können, weil es dann doch nur eine Strohhütte war. Da hätte ich mir lieber eine Holzhütte bauen müssen. Naja, egal. Die Level behalten wir ja. So, sagen wir mal, wir gehen mal in den Süden. Oder Westen? Dann gehen wir Süden. Süden, Zone 1. Hä? Jetzt habe ich aber auf Random Location. Moment. Ah ja, ist schon der Charakter. So, jetzt bin ich auch gleich neben einer Hütte gespawnt.
Na egal, wir müssen. Die Viecher haben mich schon mal bedroht. Egal. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal Holz. Nicht Fetch. Ach ja, im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich etwas Rauschen hören, weil ich einen Ventilator aufgestellt habe. Denn heute hat es extreme 40 Grad. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß das ist. Na gut, ihr könnt es euch vorstellen, weil es bei euch wahrscheinlich auch so heiß ist. Aber da ohne Ventilator, da stirbt man. So. Boah. Wo war da Craftables? Ja, ich habe jetzt schon 4 Tage oder so nicht gespielt. Hab im Voraus aufgenommen und jetzt waren halt ein paar Tage vergangen. Kein Wunder, dass ich auch gestorben bin. So. Stone Pickaxe brauche ich. Noch ein Stone. Stone müsste hier sein. Sehr schön. Und jetzt. Und ich habe schon nachgelesen, wie das mit den Zähmen der Dinos geht. Ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht schaffen wir es in dieser Aufnahmesession. Merci, wir sind noch immer auf diesem französischen Server. Flint. Flint ist schon mal cool. Weil mit denen können wir ja Hatchet machen. Schauen wir mal gleich, was wir für die Hatchet brauchen. Wo war sie da? Da können wir schon machen. Sehr fein. Für den Speer brauchen wir 8 Wood und 12 Fiber. Okay, Fiber. Achso, wir müssen wieder entrüsten. You're hot. You should find some place to cool down soon. Muss ich da halt immer in Schatten oder? Das sieht so aus. So. Aber noch immer. Ah ja, weil wir Wood brauchen. Na komm schon, richtig aus. Haben wir gleich ein paar mehr ab, weil wir brauchen ja noch welche für unsere Hütte. Auch wenn ich gesagt habe, dass eine Holzhütte besser wäre, aber bis wir eine Holzhütte haben, müssen wir noch ein paar Level steigen. Da muss es dann doch noch die Strohhütte sein. So, ich glaube, fürs Erste reicht's mal. Zumindest für den Speer auf alle Fälle. So, Foundation brauchen wir wieder mehr als genug Fiber. Fetch noch viel. Ja, Fiber und Fetch. Für Fetch sollten wir eventuell das benutzen. Fein, fein, fein. Fiber, können wir das auch? Oder ist das eher Holz? Weiß gar nichts, das ist nur Dekoration. Fiber, keine Beeren. Equip an appropriate tool. Ja, was?
Die Hand reicht. Na, ist wahrscheinlich zu nah am Stein. So, jetzt schaue ich erstmal, wo ich denn hier überhaupt bin. Da oben ist auch eine Fest. Boah, die Grafik ist schon mies. In der Ferne sehe ich nur Pixel. Na egal, da oben sehe ich auf dieser Klippe eine Befestigung, zumindest mit Holzzäunen. Da drüben, wo ich gestartet bin, ist auch eine Hütte. Das heißt, hier in der Nähe sollte ich nicht bauen. Gehen wir mal weiter. Ich sag's euch. Neue Grafikkarte muss her, weil das ist echt nicht lustig. Ey! Da hat schon jemand angefangen zu bauen. Na egal, da vorne ist ein Dodo. Holen wir uns mal wieder Fleisch. Und diese Physik ist noch immer nicht. Moment, ich muss ja ausstehen. Ah. So. Jetzt. So. Five Raw Meat. Schauen wir mal hier hinauf. Das ist ein Ausblick. Da baut auch gerade einer, wie es aussieht. Gibt es nirgends irgendwie gute Plätze zum Bauen. Was ist hier oben? Ich hoffe doch keine starken Viecher. Henriette, Level 2. Ne? Ach so, das ist die Inventar. Okay, dann lassen wir sie. Wenn sie nichts dabei hat. Ich glaube, ich sollte nicht so tief in den Dschungel gehen. Das ist Level 36 und Mate boosted. Ich glaube, da in die Mitte zu gehen ist ein blöder Einfall. Wenn wir wieder auf so fette Viecher treffen, haben wir wieder keine Chance. Gehen wir lieber, bleiben wir am Strand. Ein paar Fetch noch. Na komm schon. Baue ich da vorne halt. Da störe ich sicher keinen. Langsam muss ich halt wieder kochen, weil die Hungeranzeige leert sich schon wieder. Da, hier bauen wir. Da vorne, ne? Ist aber auch blöd. Vorne hat schon jemand gebaut. Na egal, wir bauen trotzdem da.